Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaft Simulator 15 Community Projekt auf der Map Holzhausen Forst und Landwirtschaft mit dem Markus, dem Björn, dem Martin und dem Sven. Moin! Moin, Chef! Moin, hallo. Moin! Wir stehen hier am Shop. Der hat diesmal offen, würde ich sagen. Wir werden jetzt erstmal diesen alten Hühlimann verkaufen, denn die Jungs freuen sich schon da drauf, den Steier begrüßen zu dürfen, den wir gleich kaufen werden. Erstmal verkaufen wir dieses alte Modell. Jetzt gehe ich mal in den Shop rein und werde, wir haben es so genannt, den Steier in Forst Edition kaufen. Denn das ist ein erstes Zeichen zum Forstmod hin, zur Forstwirtschaft, kann man sagen. So, dann kaufe ich mal das gute Modell. Da stürzen sich wahrscheinlich schon drauf. Ja, der Björn ist schon direkt drin. Also, wie sieht das denn aus? Also, das ist die Forst Edition. Was ist das denn? Forst Edition. Lol. Schöne okay. Kommunal-Orange. Okay. Naja. So, was dafür noch benötigen, wäre ein Ladewagen. Ein Ladewagen? Ja, Ladewagen? Für die Stämme. Was ist denn jetzt kaputt mit euch? Wollt ihr jetzt wirklich schon... Wollt ihr jetzt... Okay. Soll das jetzt heißen, dass wir mit Forst anfangen? Ja, du störst dich doch andauernd an den Bäumen. An Bäumen? Besonders an dem Baum, der da mitten im Feld steht. Also, jetzt lügt der auch noch. Ich sag ja, doch lieber... Ah ja, den Baum können wir wer fährt denn der andauernd gegen? Das bist doch wohl eindeutig du. Ich? Nee, Boxy. Also, die wollen doch tatsächlich jetzt mit Forst anfangen. Was mache ich oder war raus? Genau, lass uns ein paar unschuldige Bäume umholzen. Ja, der eine mitten auf dem Feld, ja, der stört wirklich. Den müssen wir auf. Nein, den nehmen wir auf jeden Fall nicht weg. Wir wollen es ja ein bisschen realistisch haben. Ja, okay, dann kaufe ich euch jetzt einen Kärcher. So, dann kaufen wir noch einen Kärcher. So. Aber den bitte auf dem Waschplatz, ne? Ja. So. Erstmal die Aussicht genießen hier. Erstmal zum Hof. So, der ist doch hier. Wo ist er denn? Sag mal. Das kann doch nicht sein. Ah, da haben wir ihn doch. Da ist der Waschplatz. Sieht doch gut aus. Wo stellen wir den denn mal am besten hin? Am Waschplatz. Da kann er nicht platziert werden, das... Ja, ganz schön. Okay, dann stelle ich ihn hier hin. Da kann er nicht platziert werden. Ich möchte ihn jetzt aber hier gerne platzieren. Dann möchte ich ihn... Wo will ich ihn platzieren? Wo wollen wir ihn denn platzieren? Da. Sag mal, der meckert mich die ganze Zeit an. Ah, jetzt. Ja, das sieht ja jetzt... Der muss ja eigentlich ja schon... Hier hin. Stell ich ihn jetzt hier hin. Da ist doch ein bisschen... Naja. Das steht da doch gut, oder? Ich hätte ihn hier, Da konnte ich nicht platzieren. Oder meinst du da, wo die Matten sind? Die weißen Matten. So. Was habt ihr gesagt, was brauchen wir noch? Entweder das jetzt mit dem Mais oder dass wir neue Hänger haben. Nee, Mais. So, was brauchen wir denn dafür? Eine Drille. Die Grube. Ohne Grube geht es auch. Ja, aber erstmal bräuchten wir eine Maisdrille. Und das wäre die Federstedt. Ja. Kaufen wir uns die dazu. Und ein grober Wolterter. Wolltet ihr? Brauchen wir. Ja. Werderstadt auch, oder? Ist doch. Auch von Werderstedt meine ich jetzt. Ja? Auch? Oder? Okay, ja. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hier die Grubber haben. Helf nur mal kurz. Sag mal. Da, das ist da so. Oberste Reihe, dritte von Lemken. Links. Boah, nee, danke. Obwohl der Lemken,
Der Lehmken sieht auch nicht schlecht aus, ne? 98. Ja, brauchst aber auch. Ich glaube 400 PS für. Was haben wir denn? Na, 300 PS. 300 PS. Was, wie viel PS hat denn der Steyr? 114. Für die Horsch brauchst du 400. Für die Federstedt 250. Also was wollen wir für einen Grubber haben? Ich würde also entweder der Vogel, der ist auch gar nicht so schlecht. Sonst kaufen wir uns so ein Federstedt, dann haben wir eine Federstedt Sammlung. Aber dann bräuchten wir irgendwie noch einen Träger, der PS hat, wie zum Beispiel der Same. Jetzt probier mal aus, ob das geht. Häng mal ab damit. Das geht ja damit, ne? Ja, das geht damit. 250 PS. Sieht aber schön kompakt aus hier zusammengeklappt hier. Sieht ja schön aus. Zwei Achsen, siehst du auch. Ja, ziehen kann er ihn schon. Das ist... Mit keinem von denen. Was? Du kriegst mit keinem von denen gezogen. Aber wir haben sie ja noch nicht auf dem Feld getestet. Du hast aber nicht gezogen. Warte, sonst kauf nochmal ein Gewicht, weil der braucht unbedingt. Ja, da steht ein Gewicht auf dem Feld. Auf dem Feld? Ja, dann fahr ich da mal hin. Dann hol ich kurz die Seemaschine ab. Oder wollen wir uns doch so ein Steyr-Ding kaufen? Haben wir zwei. Ja, können wir auch machen. Dann kaufen wir uns noch einen. Oder ein Same, der hat mal ordentlich PS. Ah, ich finde den optisch jetzt nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Ja, auch nicht schön. Bin ich Steyr auch besser. Wollt ihr Steyr oder Same haben? Nimm direkt Thülemann. Also. Also du brauchst ein Fahrzeug mit 184 kW und 250 PS. Ja, aber das geht doch sowieso, meine ich. Also das stimmt doch alles nicht, oder? Ich teste mal ganz kurz hier jetzt den, wenn ich den jetzt mal ausklappe und hier mal kurz so eine Spur hier mit fahre. Bin jetzt mal gespannt. Du fährst garantiert nur 6 km/h. Hast du nicht genug für den Lamborghini? Der hat immerhin 220 PS. Boah, ich fahr 5 km/h, ist das nicht cool? Ja, hab ich schon gesagt. Oh, hohohoho. Wofür haben wir uns dann den Steyr gekauft? Wer lesen kann, Seemaschine ist klein Vorteil. Die Seemaschine kann er ja ziehen, das ist jetzt ja. Oder der kann jetzt nachher die Deutz übernehmen. Ja. Du musst abfahren, dann brauchen wir nicht so viele Deutz hier rum. Ja, komm. Bist du gerade hier in der Nähe? Was brauchen wir dafür, Björn? Ich würde Same sagen. Guck mal, warte, der. Der hat nur 190. Ja, aber der. Okay, mit Gewicht würde ich jetzt auch nicht viel, ne? Ja, Gewicht haben wir denn momentan auf dem Feld, da eins. Wir haben jetzt auch 210.000. Ja. Ich würde eine Hühle mal nehmen, einfach nur so mal. Da kann man ja auch mal andere Traktoren sehen. 220.000? Ja. 210.000. Ich würde den, ja, der Lamborghini. Das was anderes kannst du gar nicht machen. Der Lamborghini hat schon 30 PS, eigentlich zu wenig. Das anderes kannst du gar nicht machen. Wir müssen hier so hoch gehen, wenn wir uns so einen Grubber kaufen. Dann müssen wir uns so einen großen Trecker kaufen. Das können wir es gar nicht machen. Ja, komm. Anders geht's ja nicht, ne? Ja. Ja. Anders, ja. Ja. Ach, das ja. So, dann machen wir es halt so. Da kann ich. Dann werde ich mir den mal kurz schnappen hier. Tu mal kurz dann noch die Sämaschine mit. Oh, wie sieht der Steyr denn von innen aus? Ist positiv oder negativ? Ja. Also, ich dachte, er sieht geiler aus. So, dann. Wo sind denn die Hänger hin? Die standen doch da eben noch, oder? Da hat Markus alle dran. Martin, bist du voll? Nee. Nö. Ich dachte schon. So. Warte, ich überlasse dir da mal die Sämaschine. Kannst du die vielleicht mal auf. Oh, warte.
gucken? 58% habe ich. Mal gespannt. Großer Augenblick. Mal gucken, wie schnell. Mit 30 km/h reichen dafür. Gewicht dran? Ist man noch schneller, da meinst du? Nein, ein bisschen noch schwerer, weil wenn er jetzt nicht hoch geht oder so, dann reicht es, meine ich. Könnt ihr ja mal mit Gewicht testen. Steht eigentlich, liegt hier irgendwo noch ein Gewicht? Eigentlich müsste doch irgendwo noch eins liegen. Ich hab das doch dran, für den Steier. Achso, du bist dran, ist okay. So, dann füllen wir die mal kurz auf. Ja, kannst halt Zuckerrüben und Mais mitsehen. Na, wäre ich dafür, dass wir die auch wegstellen erstmal? Oder wollt ihr jetzt direkt weitersehen? Nein, ne? Den Gruber eigentlich auch wegstellen, oder? Ja, das könnte man. Die verschließen wir mal. Ah, hier steht auch noch ein Gewicht. Sieh mal an. Da kommen die ganzen Gewichte hervor. Oh, guck mal, ich bin einmal nur jetzt eine Bahn gefahren, die ist wieder, glaube ich, jetzt voll verschmutzt. Aber mega verschmutzt. So. Jetzt der Gruber, der ist, das passt aber auch richtig. Der war jetzt ja richtig im Lamm. So, dann wollen wir noch ein bisschen sammeln gehen. Beziehungsweise. Voll, Markus. Soll ich den jetzt sauber machen oder hier dreckig einstellen? Bitte? Soll ich den jetzt sauber machen oder hier dreckig reinstellen? Mach irgendwas, was du willst. Es ist deine Sache. Der Hülimann musste weg jetzt, also damit, das ist echt ein Modell, das kannst du in eine Tonne kloppen. Zeiten sind vorbei für die alten Modelle. Ja, obwohl eigentlich ist der Hülimann auch ein altes Modell, ne? Aber irgendwie, der Hülimann nicht der Deutz. Aber der fährt einfach geil, muss man sagen. Der schafft sogar mehr als der New Holland, obwohl der New Holland teurer ist und eigentlich von der Motor eigentlich besser sein soll. Nein, das ist eigentlich nur für Frontlader, das ist eigentlich mehr so. Ja, aber trotzdem, der kann normalerweise schon mehr. Müsste er können. Naja. Aber mit zwei Dreschern, das bringt das schon, ja, oder? Wenn ich mir aber Feld 18 angucke, das ist ja richtig riesig, ob wir da nicht mal eine größere Sämaschine oder sowas langsam auch, wenn wir wieder Geld haben, zulegen. Feld 18 würde ich sagen, machen wir mal meist eine Runde, oder? Da brauchen wir erstmal eine Meistermaschine. Haben wir doch. Haben wir es gekauft. So. Hast du etwa geschlafen, Mensch? Ja, ich bin so in meiner so Drescher-Fieber und da kann ich nichts anderes trinken außer okay. Dreschen. Ja, Leute, kurze Frage. Meint er die Folge schon oben? Nee, meint ich nicht. Meint ich. Okay. Gute Frage. Ja, ich habe die Uhr zu spät eingestellt. Ach. Aber waren wir noch ein bisschen. Ja. Also davor dem Part waren wir bei 20 Minuten. Das erste Mal. Auch nicht schlecht. Aber naja. Bei 20, bei 21 sogar, oder? Ja, ich war bei 21. Guck mal, jetzt sind wir voll. Wir fahren nochmal zu unseren Kühen hin. Und aber besuchen. Die gehen nicht in die Halle, habe ich irgendwie so mitgekriegt. Ein bisschen schade. Wer weiß. Doch, das habe ich jetzt schon. Vielleicht muss erst Nacht sein. Nacht. Es muss Nacht sein. Ach, kennst du wieder ein Lied? Ach, ja, stimmt. Wir wollten ja mit apropos dem Lied. Lieder. Das fällt mir wer ist eigentlich ein? Darauf gekommen, welches Lied beim letzten Mal mitgesungen worden ist? Ja, anscheinend noch keiner. Ja. Naja, Markus, willst du uns nicht mal die Lösung verraten?
ich gebe den Jungs noch einen kleinen Tipp. Die Melodie summe ich euch mal vor. Na, seid ihr draufgekommen? War das nicht Resi, ich fahr dich mit dem Traktor platt? Ach komm jetzt! Das war's doch! Das gibt's ja gar nicht! Das gibt's ja gar nicht! Da wussten die das noch! Holy! Hast du nicht gesehen? Hinten oder vorne, Markus? Ach, egal, mach voll. Was voll Markus, ist, ist voll. Du weißt ja, was bei Asterix und Obelix mit dem Trubadix immer passiert ist, ne? Wenn der das Singen anfing. Zum Glück sitze ich hier im Trecker. Ja. Notfalls hängen wir dich mitsamt den Trecker in den Baum. Da müssen wir ja mit der Seemaschine nicht, wie heißt es? Seemaschine nicht, ach, wie heißt das denn mit jetzt? Mit der Kettensäge. Ja, genau, mit der Kettensäge. Den müssen wir dann runterholen. Dann sitzt er da oben. Ha, dann kann ich auch nicht mehr abfahren. Mit der Seemaschine, das sieht man. Aber der hat der drei Hänger dran, deswegen. Nein, nein, aber kommen wir nochmal von eben auf die Kettensäge zurück, oder? Ja. Also diese Bäume lassen wir mal da stehen, schön. Ich finde das schön ländlich. Ja. Nicht hier anspielen. Kannst direkt ein Windrad in die Mitte bauen, da findest du doch ländlicher. Ja. Hoppla. Gute Idee, oder? Warst du voll? Bisschen. Achso. Mensch, da schießt das Ding hier plötzlich los wie so ein ICE. Was kommt denn da von hinten an? Der zweite Drescher. Und wieso fahre ich dann hier so ein Winzling? Ja. Sollen wir es jetzt wirklich sagen? Ja. Du hast es nicht anders verdient. Ja, du kannst es eben. Ben, jetzt pöbel mal nicht so rum mit dem Drescher hier. Immer mehr locker. Hab mal ein bisschen Respekt vor dem kleinen Aufsitzmäher hier. Apropos Aufsitzmäher. Ja, der will. Kann ja gleich mal Größen messen machen. Der hat Angst vor dem Großen hier. Ich glaub, jetzt ist die Folge sogar schon zu Ende. Also willst du jetzt etwas sagen? Okay, dann, ja. Ja, ich hab jetzt so mal grob geschätzt und so. Okay. Nachher überschätzen wir uns. Ne, jetzt sind wir alle weg und sagen noch nicht mal tschö. Ja. So dann. Leute, ich muss jetzt aber leider tschüss sagen, okay? Wollen wir nochmal im Chor tschüss sagen? 3, 2, 1. Tschüss!